Bleiben! Ach so, hier waren wir. Oh Gott, glitschiger Berg. Glitschiger Berg. Glitschiger Berg. Das geht diesmal viel besser als letztes Mal. Oh Gott, siehst du das da? Könnt ihr nicht einfach laufen? Halt, halt. Ah. Wenn ihr es doch besser wisst, dann fahrt ihr doch. Ich bin hier noch Seilwinde. Warum? Was ist mit Seilwinde? Du musst einfach, ich glaube... War das hier oder? Das war die Katze. Ich glaube, du musst... Er hat beim letzten Mal hat er dir schon Tipp gegeben, weil du an diesem anderen Berg hängst. Die Felsen. Ja, okay, ich bin einfach die falsche Strecke gefahren. Aber es gibt wohl auch eine... Ja, ich glaube nicht, dass wir da hoch sind. Ich war einfach quer an den Berg dran. Ist mir egal. Ich schon da raus. Nein, haben wir nicht. Ich habe aufgehört, Gas zu geben. Deswegen ja, ist ja gut. Sunny, du fliegst die Flugzeuge, ich fahre die Jeeps, okay? Wow, Hinterteil bricht aus. Ach, der alte Sack. Okay, Fluss lang? Nee, Fluss geht's nicht lang. Ja, aber da möchte der Fluss bergab. Nein, auch nicht. Hä? Hier, da ich sehe Reifenspuren. Ja, Reifenspuren. Da ist jemand durchgekommen. Kann nicht überfahren! Oh, apropos, da ist jemand durchgekommen. Wir müssen unsere Spuren verwischen. Diese Steinbrocken zeigen uns den Weg. Aber wir finden es super, sie umzufahren. Du kannst es da oben angucken mit L3. Ah, Hey, sieh mal da oben auf dem Hügel. Steht ein Turm oder sowas. Das gefällt mir. Ja, dann. Wir sind schon bei Facebook hier. Das gefällt mir. Nathan wurde von Nadine erschossen. Das gefällt mir nicht. Hey, ja, es gibt ja jetzt auf Facebook die neuen Button. Weißt du ja nicht, dass du nicht auf Facebook bist. Obwohl, Gamer war ich. Also bin ich ja voll mit Facebook aktiv. Hey, das ist und so. Richtig. Ja, proaktiv. Geht's hier lang? Oh Gott, ich hab uns irgendwie irgendwohin manövriert. Da links hoch vielleicht? Ich fahr nochmal zurück, zurück. Guck, wenn du da... Nee, da kannst du aber auch nicht hin. Ach, da, Reifenspuren, ich hab's gesehen. Wir fahren hier lang. Ach, das war geplant. Guck mal, da sind Reifenspuren an der Wand. Nee, oder? Ich versteh's nicht. Bin ich jetzt hier da links? Da, oder? Keine Ahnung, so richtig. Keine Ahnung, ich fahr jetzt hier lang. Egal. Nein, doch, ich fahr hier nicht lang. Oh Gott, ich glaube, ich bin zurückgefahren. Oh nein. Ich bin definitiv nicht zurückgefahren. Ach, so ein Quatsch wird mir ja nicht passieren. Vielleicht muss ich auch hier lang. Nein, da kommst du doch her. Ich glaube, das war schon so der richtige Weg, wo du davor bist. Oder? Also, tut mir leid, kein Navi dabei. Kann passieren. Also ich glaube, du musst da schon, nur du musst halt mit mehr Gas oder so, dass du da rüber und nicht da unten oder einfach eher. Ja, okay. Scheiße, wenn man doof ist, ne? Also. Aber da kommt, Moment mal, jetzt ganz lang, nein, da kommst du gerade wieder da runter, oder? Aber du musst da lang. Das ist das Steinhäufchen. Ja. Aber da kommst du doch wieder. Du musst da lang. Ah, das wird schon passen, guck. Hey, mach langsam, ja. Wir machen langsam, alles klar. Fahr nicht nochmal zurück, um auf Nummer sicher zu gehen, kein Problem. Also, du glaubst, ey, du die Tür und andere haben ihre Schätze zusammengetan und sind hergekommen. Ich verstehe nichts, weil das Auto so laut ist. Wer weiß, vielleicht zum Schutz. Die britischen Behörden saßen ihnen im Nacken. Klar, hat ihnen geholfen zu verschwinden. Der Kerl hat echt Talent, Dinge zu verstecken. Wie entspannt er auch da hinten drin sitzt. Ich würde wahrscheinlich drin sitzen und sagen, wir fallen runter, das Auto kippt. Wir werden alle sterben. Okay, da lang. Kann ich die Treppe hochfahren? Also jetzt kann, ja. Jetzt kannst du aber auch mal laufen. Das ist für die Figur. Also da ist der Turm. Okay. Aber jetzt kannst du auch Dreieck drücken bei deinem Auto vorne. Wahrscheinlich kannst du dich einfach langhangeln. Dann das sind eindeutig Ruinen aus Averys Zeit. Ich stelle kurz mal was für uns um, dass wir mehr sehen. Bei euch bleibt natürlich alles normal. Ein Licht geht auf. Ja, wie ihr seht,
wir haben einen helllichten Tag und dann ist das immer ein bisschen schwierig auf dem Fernseher bei uns. Okay, hochklettern, hochklettern, hochklettern. Geh weg. Wir schreiben mit. Hier. Das ist Christopher Condons Zeichen. Kapitän der Fiery Dragon. Er operierte zu Averys Zeiten von Madagaskar aus. Ich hab's auch gleich erkannt. Also vielleicht rekrutiert Avery Piratenkapitäne. Wozu? Als seine Wachposten? Das ergibt keinen Sinn. Nein, stimmt. Na, vielleicht war jeder Captain für einen Turm verantwortlich. Und lieferte auch die Männer dazu. Wie auch immer. Das ist garantiert nicht unser letzter Halt auf dieser Tour. Meinst du? Also, dass er Piraten rekrutiert, haben wir doch jetzt schon die letzten drei Folgen festgestellt, oder? Die goldene Banane. Hm. Vielleicht eine Banane, oder was soll das sein? Geh mal auf den. Es ist eine Banane, ja? Ja, sehr gut. Dein Neffe ist hier nirgendwo. Du musst nicht für gute Stimmung sorgen. Banane. Wenn ich da runter springe, bin ich tot. Banane. Okay, runter. Der hat hier schon so doof gelunzt. Oh, warte mal, guck mal, da unten steht Zebras oder so. Nee, Zebras gibt's ja erst drei nicht. Irgendwas steht da. Hör, nicht aus Versehen erschießen. Kühe. Ey! Ne, renn auch nie weg. Das sind ja entspannte Viecher. Vielleicht kannst du sie nicht erschießen, aber wir wollen es nicht testen. Was steht der da so cool an der Wand? Chillt da rum. Ja, und jetzt weitergehen. Die Treppen rauf. Jeep, 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 Jeep. Wer seinen Jeep liebt, der schiebt. Da musst du wahrscheinlich rechts einfach weiter hoch. Ja, aber ich überlege gerade, ob ich mit dem Jeep hier hoch kann. Nein, ganz wahrscheinlich nicht. Guck mal, da sind aber Reifenspuren. Ach, guck mal. Hallo. Natürlich. Rinde ist abgeschält. Irgendwas war um diesen Baum gewickelt. Hm. Kannst du dir vorstellen, was? Niemals. Ich glaube, eine Kugel wahrscheinlich, oder? Ich wäre gestorben in dem Moment. Ach, guck mal, Sally hat sie gedacht. Ach, komm. Nee, du. Ja, das ist gerade so schön schattig, hat er sich gedacht, ich bleib da mal schön sitzen. Ja, hätte ich aber auch. Aussteigen. Vielleicht musst du auch erst versuchen, ob der leider. Wusstet ihr, dass unser Wagen eine Winde hat? Weiß ich noch nicht. Ich glaube, du musst die Treppen hochgehen. Ist doch schön, wie zumindest für mein Empfinden realistisch sich das Seil verhält. Ja. So. Das sollte reichen. Naja. Dann kommen wir schon schlimmere Rutschpartien durchgestanden. Ist steiler als es aussieht. Quatsch nicht. Okay, fertig? Probieren wir es. Ich würde sagen, ein bisschen weiter liegen. Auf geht's. Langsam. Siehst du, Sally? Winde, total nützlich. Ich wette, ich könnte jetzt zurückfahren, da wo ich vorhin nicht hochgekommen bin, und das hochmachen. Ja, doch, und da hochfahren. Kleine Siege. Gab's da irgendwas? Nein, also, ich denke mal nicht. Ein Schatz wahrscheinlich. Ja. Muss jetzt nicht sein. Nein, ich brauche kein neues Outfit für ihn. Oh, aber ich. Na? Ihr kommt hierher. Ein erfolgreicher Pirat, weit weg von eurer unterdrückenden Regierung. Die armen unterdrückten Piraten wollten doch nur in Ruhe und Frieden morden und plündern. Nein, nein, sie wollten als freie Männer leben. Ja, wenn man einen Ort zum Weglaufen sucht, könnte man es wirklich schlechter treffen. Ja, das sieht echt, also das Spiel, muss ich sagen, sieht toll aus. Das ist meiner Meinung nach bis jetzt echt der schönste PS4-Titel. Ja, man hat ja viel erwartet von der PS4, aber ich finde, die letzten Spiele auf den alten Konsolen konnten auch schon echt viel. Also ja. Bei den ersten Spielen hast du nicht so den Hammersprung gemerkt. Kleinigkeiten waren schon besser. Der Punkt ist, die hatten es echt einfach. Boah, die labern aber auch viel. Ja, man kann nicht mal was sagen. Was liebe ich ja, ständig unterbrochen zu werden.
Mr. Ivor war lange, er hat den ganzen Abend jetzt irgendwie einen offenen... Oh Gott! Oh Gott! Ich hätte es überlebt, ganz ehrlich! Ich dachte, das wäre so GTA-mäßig hier. Nein, enttäuscht. Alles gut. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen realistischer. Also, zumindest was das Fahren angeht, das Springen halte ich jetzt nicht für realistisch. Geduld, Geduld. Weißt du, wie die Piraten hierher kamen? Sie legten in England ab, segelten nach Brasilien, zurück über den Atlantik, ab. All das schafften sie nur mit Papierkarten und der Hilfe der Sterne. Seemann das Segel erklären. Der Punkt ist, wir haben es echt einfach. Dauert das nicht lange. Ja, nicht, dass ich gleich hat wieder in den Tod stürze. Zu Schottland, England gesagt? Wir waren ja in Schottland, nicht in England, oder? Ich dachte eigentlich auch. Da werden die Schotten aber beleidigt, du. Wenn die eins nicht leiden können, dann ist das Engländer genannt zu werden, soweit ich das weiß von den Schotten. Oder waren das die Iren, die nicht? Es sind alle. Die Waliser, die hasst sie ganz besonders, weil kein Mensch Wales kennt. Aber ich glaube, die Schotten einfach auf. Ich sehe sie. Hier. Weil es keiner so richtig versteht, was da los ist. Oder viele. Was haben wir? Militärtypen, die rumschnüffeln. Na, Dienstleute? Ja. So eine Scheiße. Die haben einen alten Kolonievorposten entdeckt. Aber den falschen, oder? Die gute Nachricht. Ja, das heißt, es gibt auch eine schlechte. Na, der einzige Weg zum Vulkan führt mitten durch sie hindurch. Oh, Scheiße. Aber wir sind im Vorteil. Was ist der Plan? Tu einfach, was ich tue. Wir sind im Vorteil, weil wir haben den Stefan am Controller, der natürlich voll der Pro ist, wenn die wüssten. Was? Ich habe überhaupt nichts gesagt gerade. Ich suche den nächsten Abgrund, wo ich mich reinstürzen kann, okay? Ja. Den hast du ja gerade schon gefunden, musst nur zurückfahren. Ist auch wieder so geil, die wollen was heimlich machen und brausen dann mit dem Jeep rum. Kann ich da einfach durchbrauen? Ist mega langweilig, einfach durchbrauen. Scheiße, ich muss über die Brücke. Boah, das ist auch so ein fieser Laser. Fieser Laser ist immer Scharfschütze. Schnell! Boah! Nein! Warum ist denn nur er gestorben? Das hat mich jetzt eher an Snake, Snake erinnert. Ja, vielleicht musst du dich... Meinst du, du musst mit dem Auto da durch? Wir steigen jetzt hier aus. Und erledigst du ja, ne? Und dann machen wir das hier very sneaky-beaky-like. Ach ja, komm, das wird doch nix. Was macht der denn da? Ich hab keine Ahnung. Kommen Sie ins Feld! Kommen Sie näher, kommen Sie ran! Kannst du den irgendwie anlocken? Manchmal gibt's da so eine Unlock-Funktion. Was macht der denn? Fegt der den Boden oder was? Mein Gott, ist das hier staubig hier! Heute ist Samstag, die Straße muss gekehrt werden. Nimm ihn mit. Oh Gott. Ich kann nicht. Kann man nicht? Nein. Dude, komm mal over. Ist alles vorbereitet? Wir sind soweit. Wir warten nur noch auf Marines, okay zum Sprengen. Gut. Ach du Scheiße. Erledigen wir das um 10 Uhr. Du kannst auf jeden Fall hochhüpfen, ne? Die Frage ist, kommen die anderen mit? Nee, wahrscheinlich nicht. Du wirst dann alles umbringen. Granate. Wie? Links neben dir ist ein Typ. Oh doch, die kommen mit. Das war gut. Und die anderen merken nichts. Das sind echt super Banditen, du. Oh, das war das schon der Scharfschütze? Das ist natürlich 1A. Ja. Das sind ja auch Elite-Soldaten und keine Super-Typis. Entschuldigung, dass Elite-Soldaten natürlich nicht so feine Finger haben wie... Oh, wie schön das auch zusammenbricht. Ich hab mal den Scharfschützen. Okay, der ist erledigt. Oh, nein, da ist noch einer. Ist auch weg.
Hey, oh, Grenade! Was ist dahin noch? Okay, also, ist nicht so gelaufen, wie ich mir das... Oh Mann, Nathan! Sally und dein Bruder sind gerade gestorben, aber das macht nichts. Ah nein, gut, ich bin nicht auf. Ja, wir haben immer noch Autoschießen drin. Das bleibt doch. Ich möchte gerne nicht wissen, wie oft wir jetzt schon gestorben wären, hätten wir es nicht drin. Ich glaube, das war's. Danke, Spiel, dass du mir das sagst. Wir haben sicher Dutzende von Leuten hier, die könnten glatt aus Versehen über den Rand stolpern. Hm. Weiß ich nicht. Oh. Oh, scheiße. Oh. Ja, da sind wir wieder bei der Explodierthematik. Oh, ich glaube, das war gar nicht so eine schlechte Idee. Guck mal, die Tür ist, glaube ich, aufgegangen jetzt. Ja. Sehr schön. Mal gucken, was es hier so gibt. Oh, da kann ich mir was... Ah, den nächste Pirat. Da, noch ein Siege. Adam Baldridge. Regierte eine Weile in Kings Bay. War ein Händler. Sklavenhändler. Joker durch und durch. Ich staunke. Walter White, wenn du dich rumdrehst, sieht es aus wie 3W. Stimmt. 2W. Walter White. Ja, der Teufel verkauft die Sklaven, das ist wohl richtig. Wie komme ich denn jetzt hoch? Dann muss ich da hoch? Da gibt's doch bestimmt nichts. Ich hole meinen Wagen. Was ist das hier? Damit wir die Tür aufmachen können. Da liegt noch eine Granate. So, dann. Ja, da. Und Munition! Na gut, dann sind wir jetzt schon mal ein bisschen besser gerüstet. Was haben wir hier? Noch eine Granate, glaube ich, ja. Ich glaube, es macht Sinn, wenn du die Knarre von dem mitnimmst, weil du wirst wahrscheinlich dafür Munition bekommen. Das stimmt wohl. Außerdem sieht die so komisch aus, als wäre die kaputt. Vielleicht solltest du sie doch da liegen lassen. Guck mal, das Magazin ist unten raus. Die ist cool. Das ist also eine Mini-Maschine. Automatik. Vollautomatik, ja. Gang, wir fahren los. Wie schon gesagt, aktiv suchen wir keine Schätze. Das ist mir zu doof. Wobei ich es letztes Mal ja schon ganz cool fand. Also diese Schätze selbst finde ich gar nicht so cool, sondern beim letzten Mal hatten wir so eine Notiz. Die fand ich interessant, weil da haben wir so ein bisschen Zusatzinfos bekommen, hatte ich das Gefühl. Und ja, das schon. Das gibt einem dann tatsächlich einen Mehrwert. Das war doch so klar. Die Infrastruktur dieser Piraten lässt echt zu wünschen übrig. Und das, wie kommen wir jetzt hier raus? Ja, haben es schon gesehen. Ja, super. Das ist auch so gut. Das hat mal Simon in einem Let's Play gesagt. Ne? Die beiden einfach völlig die Hohlbirnen. Und Nathan ist ja so der alles kann. Was machst du jetzt? Achso, das Einreißen. Ja, und dann kann ich da hochfahren und baue mir eine Rampe. Na ja, komm. Ja, nein. Und wieder die Winde, Sally. Na ja. Nicht praktisch, oder? Ich war nicht gegen nein. Die Winde. Ich komm wollte zu mir. Nur nicht über den Tisch bezogen werden. Die Stimmung spielt gerade. Komm her. Ja, gut. Ah, das hat doch gut geklappt. Nächsten Break rettet den Tag. Nachdem er 15 Leute erschossen hat. Aber alles Sally, gut! Wo kennst du Nadine eigentlich? So? Vielleicht kannst du sie kontaktieren und überreden, ihre Schläger zurückzupfeifen. Ja, klar. Was würde ihr mehr versprechen als Ray? Nein, so arbeitet sie nicht. Sie ist eher der Typ Söldner, der erst sein Geld sehen will. Also ist Rafe da ein Vorteil. Ich habe kurz angehalten, weil ich einfach die Geschichte von Nadine hören möchte. Ja, ist ein bisschen schwierig, wenn man ins Auto fährt, ist es irgendwie ein bisschen übertönt, die Geschichte. Wo lang? Nicht den Abgrund. Okay, falsche Entscheidung, da lang. Das war Handbremse Viereck, ne? Ne, echt? Okay. Auch mit Driften kommen wir nicht rum. Ah, ich muss da runter, oder? Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Hier komme ich her. Habt jetzt schon wieder die Orientierung verloren, von daher kann ich ihr nicht. Da war ich im Kreis gefahren. Vielleicht da oben. So. Rechts jetzt, rechts. Komplett rechts? Ja. Und jetzt links? Ja. Jetzt rechts. Okay, sieht gut aus. Oh, er steht auf. Da, Schorle. Oh, das ist auch schon richtig ordentlich was los. Und sie kommen dem Vulkan verdammt nah. Daran dachte ich auch gerade. Was, wenn sie den Schatz schon gefunden haben? Na, seht doch, die durchsuchen jeden Zentimeter. Wenn sie ihn schon gefunden hätten, würden sie nicht mehr suchen. Also, ja, Entschuldigung, ich verstehe nicht. Ich habe am Anfang vielleicht auch nicht gut genug zugehört oder es vergessen. Aber warum? Wie hast du die Zeit fast verlegen? Ach, weißt du, mit Lesen überwiegend. Einer der Wachmänner hat mich unter seine Fittiche genommen. Er hat mir immer Bücher aus der Bücherei besorgt. Was hast du denn gelesen? Geschichte. Vor allem alles, was mit Avery und den anderen Piraten zu tun hat. Nur für den Fall, weißt du? Ja. Und außerdem Bücher. Liegestütze. Auch. Sind aus den Streits rivalisierender Gangs aushalten. Das war's eigentlich. Die haben eine ordentliche Knastbibliothek gehabt, wenn es da Bücher über Avery gab. Wenn dieser Wachmann Gefallen getan hat, warum hast du ihm keine Nachricht für uns gegeben? Oh, ich hab's versucht. Ihn gebeten, einen Brief zu schicken. An dein Postfach. Ich hab nichts bekommen. Ja, weil der Direktor es mitbekommen hat. Ich hab eine ordentliche Abreibung bekommen. Und den Wachmann nie wieder gesehen. Ja, okay. Aber ich hab meine Rache bekommen, als der Direktor mich mit Alcazar zusammengesteckt hat. Das lief nicht so, wie er erwartet hatte. Achso, das ist nichts so viel. Ich dachte. Ach, hier stehen ja nicht so überlegen. Ich hatte vor Jahrzehnten tatsächlich mal mit Alcazar zu tun. Noch bevor ich beschneidet habe. Ernst? Wie kommt's, dass du noch lebst? Na, damals war er noch nicht der Mann, der er heute ist. Soll er jetzt mal Ruhe geben? Ja, Leute. Ich hab's ja dem Boss ein paar Holzschnitte verkauft, die ich aus Japan geschmuggelt hatte. Er stand auch schon gut. Das war der Mann. Wie war er so? Der Mann der Leistungen. Hat er sich nicht groß verändert, was? So, also, was ich jetzt nicht verstehe, um mal ganz kurz dazwischen zu reden, wenn die Pause haben. Halt's Maul! Red doch jetzt einfach. Ich verstehe nicht, warum. Er ist doch eigentlich gar nicht erpressbar, ja? Der Typ hat zu ihm gesagt, besorg den Schatz, sonst bringe ich dich um. Jetzt ist er in Australien. Der Typ hat doch gar keine Ahnung mehr, wo der ist. Der hat keine Frau zurückgelassen. Nathan könnte seine Freundin nehmen. Der ist doch so ein super Oberbösewicht, der weiß doch alles. Der findet das doch dann raus. Und die Motivation ist mir nicht stark genug. Ja, aber dann müsste er sich ja auch, Sam auch sich sein Leben lang verstecken und. Ja, ich meine. Außerdem wird den Drive aus der Geschichte komplett rausnehmen. Richtig. Ich bin ganz links rechts überblickt. Da ist die Stadt. Und da ist das Fluss. Ich weiß zwar nicht, warum ich das gerade mache, aber ich mache es mal. Wie er sich immer da so chillig an die Wand lehnt. Oh mein Schatz. Mal Aussicht ist aber gut. Oh, du kannst ein optionales Gespräch auslösen. Schnell runter. Ja. Runter mit dir. Das ja, Option. Können wir auch gleich noch auslösen. Ich weiß nicht, ob du das die ganze Zeit kannst. Aua, Mausi, das tut ganz schön weh, wie du dich in mein Knie krallst. Aber auch schön, ne, dass wir mal gucken können, so, ne, wo den ganzen Berg sind wir hier hochgeeiert. Ich denke mal, da hinten irgendwo haben wir angefangen. Ah, und da unten ist die Stadt. Kings Bay. Sehr schön. Okay, wir kommen jetzt hier wieder unbeschadet runter. Oh, je, ich hab Angst. Los. Einfach rückwärts dran, glaube ich. Rückwärts, ja. Da hinten ist noch ein Turm. Entschuldigung. Sieh dir das nur an. Tolle Aussicht. Ich warte ständig, dass ich aufwache und in der Isolierzelle sitze oder so. Das ist alles wie ein Traum. Sam. Nein. Ich will nur, finden wir ihn einfach. Oh ja. Es ist ganz schön warm jetzt gerade wieder. Au! Du hast die Minutenzahl ein bisschen so im Blick, weil ich habe mich gerade komplett verloren. 2 Minuten haben wir noch, also zum nächsten Turm. Alles klar, wir fahren jetzt hier noch zum nächsten Turm. Nächste Folge beeile ich mich noch ein bisschen mit dem Fahren, das verspreche ich euch. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ganz nett, hier mal die Tour zu machen.
Naja, ich glaube, Leute, so viel... auf dem Hügel steht noch ein Tom. Wohl ein Söldner zu sehen. Zu sein. Tja, es sieht so aus, als wären wir die Ersten. Drehen wir uns um. Dann weiter. Zugbrücke? Sieht schon alles verdammt gut aus. Auch die Ruinen, also das sieht wirklich aus wie ein kaputtes Gebäude und nicht wie ein Designer hat sich gedacht, ja, da wäre mal ein Loch gut, sondern da hat der Zahn der Zeit dran genagt. Das ist schön. Rechts war eine Kiste. Ja, okay, geh erstmal da. Rechts war eine Kiste? Ich gucke. Ja, okay. Hallo. Der muss schon hier gewesen sein. Der ist mit dem gehört. Die Knarre eingesteckt. Okay. Welcher Pirat bist du? Und? Weißt du, wem es Pegasus. Ja, das weiß ich. Ann Bond. Hat die Karibik unsicher gemacht. Ist sie nicht im Knast gestorben? Zumindest heißt es so in den Geschichten. Ha, klar. Avery muss auch sie eingeladen haben. Gab's echt weibliche Piraten? Als Kapitän? Schwierig. Also, habe ich ehrlich gesagt noch nie von gehört. Aber vielleicht müsste man einfach, also in den Geschichten, also den Piratengeschichten, wie man sie so kennt, auch hier Pirates of the Caribbean und sowas. Ja klar, ne, da ist ja dann irgendwann die eine da. Ich kenne eh nur einen Piraten mit Namen und das ist Guybrush Threepwood. Und der hat tatsächlich auch diese eine Frau da immer dabei gehabt, aber nicht als Captain. Ja. Aber sie hat ihm immer eine geknallt, glaube ich. So, das sieht doch hier nach Schwing die Dingrätsel aus. Mein Gott, das sieht immer auf. Hier stehen schon die Explodierfässer rum. Hier wird noch geballert. Ich hab's. Hey, komm und zieh dir das an. Wie kommst du denn hier hoch? Verdammt. Okay, wir schauen mal nächste Folge, was passieren wird. Ich suche mir etwas, worauf ich stehen kann. Weil wir sind hiermit am Ende angelangt. Die Zeit vergeht wirklich sehr schnell. Ja, es macht gerade richtig Spaß. Auch wenn ich nur rumgedüst bin, es macht Spaß. Einfach ohne Ende. Ja, die Umgebung ist auch schon wesentlich netter als der Schnee in Schottland. Also ich finde es da schöner. Wir machen demnächst Urlaub da, okay? Ist klar. In der Zeit drückt ihr hier oben den Knopf. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, macht die Playlist an. Schreibt uns einen Kommentar, lasst einen Daumen da. Es ist völlig egal. Wenn ihr einfach nur gucken wollt, guckt auch weiter. Wir sind einfach glücklich wir über alles, was ihr macht. Wir freuen uns über jeden Klick. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.